Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar zu Moment. Habe ich extra aufgeschrieben. South of Nowhere. Von Reggie Studios. Ich habe das Spiel am. Ich habe es auch noch extra. Am 27.10.2019 gekauft. Ich weiß nicht mehr, wann das, wie viel das gekostet hat. 13,99 €. Ja, ich wollte das Spiel lange spielen und schau mal bei Options kurz. Und das soll ja ein psychologisches Horrorspiel sein. Und ich dachte mir so, ja, fange ich mal damit an. Ich habe ja Layers of Fear abgeschlossen. Allerdings kommt da noch ein Video. Und ich habe das Bild also das eine abfotografiert, was danach Reggie kam. Und zwar The Names, Place and Story Use it in Sun or Fiction. Die Namen, Orte und Geschichte, die welche in Sun benutzt werden, sind reine Fiktion. No identification with people and places are in that. Keine Identifikation mit Menschen und Orte in der realen Welt, denke ich mal. Ja, wir beginnen natürlich bei New Game. Und schauen wir mal, was das Spiel alles zu bieten hat. Ich bin gespannt. Ach, ich kann schon steuern. L, Tree to Sprint. Ach, super. Das ist hier alles auf Englisch. Da habe ich mir schon gedacht, wegen den Anfang. Ja, ich habe eigentlich nur ab hier gespielt. Mehr, also weiter habe ich nicht gemacht. Das ist das Einzige, was man hier machen kann. Muss man immer das selber wegmachen? Boah, hier war das, ne? Bleibt das dann? Hä, wieso bleibt das dann nicht? Ach so, bestimmt X. So. Und jetzt weg. Hä, wieso bleibt das dann nicht? Ja, das Geilste ist, man kriegt ja keine Informationen wie. Egal. Wie es hier mit der Steuerung ist. Nur das hier. So, schauen wir mal. Können wir überhaupt dadurch schnell? L3, ja. Ich bin ja eher ein Erkunder. Und wir schauen uns mal alles hier an. Da ist auf jeden Fall ein Haus mit einem Licht. Da sollen wir bestimmt rein. Ah, wir müssen L3 halten. Ah. Bei den meisten Spielen heutzutage ist das ja so, dass du einfach Entschuldigung, dass du einfach L3 drückst und laufen kannst wie sonst was. Allerdings hier drückt man L3 und dann. Oh! Oh! Hä? Ich glaube, wir sollten erstmal in das Haus rein, aber ich bin mir nicht so sicher, weil ich ja das Spiel. Oh, das verändert sich. Und eine unsichtbare Wand. Boah. Okay, gehen wir erstmal in das Haus rein. Haus rein, Deutsch.
Cool, wenn wir nur leicht L3 drücken und nach vorne, dann reicht das schon, dass wir so schnell laufen. Okay, ach, da steht ja das mit L3. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Oh. Sorry. Tut mir leid, ich übersetze es für euch. Oh. I miss you. Ich vermisse dich. Okay. Gesichtlos. Ach, Puppen, ne? Was habt ihr Horrorfans alle mit Puppen? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Das war's. Oh, da war noch ein Kreuz. Ich habe mein Notizbuch aufgeschlagen, falls ich irgendetwas will. Falls ich irgendetwas ja, aufschreibe, was wichtig erscheint. Hier gibt es bestimmt Rätsel. Ab und zu sollte man auch nach oben gucken. Ja, was wollte ich noch sagen? Oh, falsch. Ah, super. Ich kann nicht schlafen. Es ist, ich gucke nochmal. 5:17 Uhr. Ich habe, glaube ich, locker 2 Stunden versucht zu schlafen und da habe ich gesagt, nee, ich schlafe. So zwingend schlafen ist ja blöd. Ich habe noch eine Information und zwar ist das Spiel erst ein Jahr, nee, 2 Jahre, doch ein Jahr alt. Am 11. Dezember 2018 ist das Spiel ja erschienen und es sollte ja vorher rauskommen. Allerdings wurde es verschoben, glaube ich. Und eine Demo sollte es auch geben. Allerdings gab es keine Demo. Oh, das sieht aus wie ein Gesicht, ne? So ein bisschen. Naja, von beiden. Mit einer Menge Fantasie. Oh, steht da was? Und kann ich hier. Moment. Wenn ich das einstelle, ne? Bleibt das dann auch? Das bleibt? Wieso bleibt das dann? Bleibt das dann auch? Nö. Naja. L2 to interact. L2 zu interagieren, okay. Use the left or the right button to switch between channels and the down button upon turn the wall key off. Ja, wäre toll. Moment. Links und rechts. Boah, ich habe mich schon gefragt, was sich da bewegt. Ja, ich drücke L2, allerdings passiert da nichts. Ein Fahnenkreuz gibt es hier auch nicht, ne? Use the left or the right button. Benutze den linken oder den rechten Knopf, zwischen den Channels zu schalten. Und nach unten, um das Walkie-Talkie auszuschalten. Ah! Wow! Oh, wieder eine Leiche. Okay. Okay, wurde halt gesagt, dass wir denken, dass wir in einem Traum sind. Allerdings ist das kein Traum und irgendwie welche Gefühle von Hass und Leid. Ja, okay, wir haben jetzt ein Walkie-Talkie. Cool. Und irgendwie eine verstörende Stimme, die, mein Gott, wieso wird die so scheiße verzerrt? Da konnte man ja kaum was verstehen. Okay.
Ist schon ein beklemmendes Gefühl, obwohl wir im Scheißwald sind. Hey, das sah gerade aus wie ein Skelettkopf. Unsichtbare Wände, nicht super toll. Bis jetzt haben wir nur zwei Channel. Oh. Oh, links oder rechts? Ine mene mu und raus bist du. Jemand. Ine mene mu und raus bist du. Okay. Nächstes Mal gehen wir dann links. Okay, dann haben wir wohl mehrere Entscheidungen. Oh, run? Warum run? Was steht da? No, 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 no. The kids eat. Nein, 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 die Kinder essen. Okay. What the fuck? Ah, cool, dass wir das einsetzen können. Naja. Schon ein dieses Lied, ne, regt schon einen auf. Okay, dann sollen wir uns, glaube ich, vielleicht an diesen Dings halten und wirklich laufen. Eine Menge Blut. Habe jetzt gar keine Lust, mich umzudrehen. Auch egal, mache ich. Auf den Tasten kann ich irgendwie gar nichts machen. Oh, ein Haus. Dieses Mal gehen wir nach links. Lululul. Bestimmt so ein Camp oder sowas. Playground, du Dreams. Spielplatz. Spielplatz der Träume. Nee, Austräumen. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, Basketballkorb. Eine Bank. Ich habe mal Slender the Arrival gespielt. Das Spiel hat mir gefallen. Ich habe auch Slender the Eight Pages, auch Let's Play, glaube ich. Hat mir auch gefallen. Können aber auch nichts ranzoomen oder sowas, ne? Moment, was kann ich mit R1 gar nichts? Oh. Ja. So eine Lampe hätte ich auch gerne, die nur rot scheint.
Wie es ausschaut, sind wir allerdings ein Erwachsener. Was tun wir in diesem Wald und weshalb sind wir hier, ne? Dies und weiteres werden wir erfahren, wenn wir hier nicht hochgehen. War da, oh, eine Rutsche. Können wir da drauf? Ja, ach nö, Mann, ey. Bleibt mir der Spaß. So. Bei mir ist ja ein Grundprinzip, und zwar spiele ich nur Horrorspiele und gucke nur Horrorfilme oder so ein Genre-Mix aus Horror und Thriller oder Krimi, was weiß ich. Wenn ich auch. Wenn es auch dunkel ist, weil sonst spiele ich das nicht. Oh, Karussell oder wie das heißt. Lü, heißen die Lichter vielleicht irgendetwas? Forever. Oh Mann. VS Ever. Ich habe jetzt keinen Bock, mich umzudrehen. Oh, machen wir mal. Buh. Ne. Sag mal, wenn dieses Walkie-Talkie erscheint, sollen wir das vielleicht aktivieren dann? Auf dem gleichen Channel läuft immer dieses einer da. Ja. Okay, bedeutet, hier kommen wir auch nicht weiter. Bedeutet, wir gehen hoch. Mich würde interessieren, wenn, wie lange das Spiel dauert und wenn es hier mehrere Endings gibt. Das wird ganz bestimmt. Nö, daran liegt es nicht. Ich habe gedacht, dass vielleicht, oder wenn wir zu dem einen dort hingehen? Wegen diesem Run da? So, hier war das, ne? Nö. Verändert sich auch gar nicht, sondern ist immer dieses statische Rauschen. Ach ja, das ist mein erstes Let's Play. Nö. Mein zweites Let's Play, was ich auf der PS4 Pro spiele. Oh, das die letzten beiden Videos von Layers of Fear war auf der PS4 Pro. Ja, und ich bin mal gespannt. Gehen wir mal einfach hier lang. Aha. Hier gibt es ja einen Weg, allerdings gehe ich immer meistens den Weg weg und bis eine unsichtbar verfickte wahre Wand kommt und ich da nicht durch kann. Oh, nö. Aber warum geht das nicht? Och nö. Was jetzt? Nein! Sag bloß nicht, ich komme da jetzt nicht weiter. Hallo. Ja, super. Bedeutet das noch alles noch mal? Das speichert auch nicht, ne? Ah, 35. Ach, das ist ein PS4-Exklusivtitel. Okay. Ja, super. Können wir noch mal dorthin laufen? Boah. Hier ist aber auch kein scheiß Ladeding, ne? Blut?
oder Wasser. Gehen wir einfach hier nochmal rein. Oh! Forgive. Vergeben. Den Raum habe ich gar nicht gesehen. Hat doch was gebracht, dass ich da gar nicht mehr weiterkam. Dieser Scheiß. War das ein Bug? Nee, ich sollte auf jeden Fall aufpassen, wo ich lang gehe. Weil so wie ihr gesehen habt, nichts gut. Okay. Komm her. Her damit. Her damit. Her damit. Her damit. Ah. Das ist dann rot und dran. Schauen wir mal, vielleicht ändert sich da was. Hallo. Schade, 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 schade. Kann das sein, dass wir vielleicht, dass wir ja vielleicht oder bestimmt sogar in so ein Camp kommen? In so ein, also nicht Überlebenscamp, sondern so ein Feriencamp? Weil Wälder und Horrorfilme und Jason und Freitag der 13. und ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde gut, dass das Spiel kaum Soundtrack hat. Das ist gut. Nur halt was doof ist. Das mit den Speichern. Ändert sich nicht. Okay, da wären wir wieder. Gehen wir mal einfach den Weg entlang. Oh, da ist ein Licht. Was war das? Was wir auf jeden Fall gelernt haben, dass wir aufpassen sollten, wo wir hingehen. Ein Haus. Gehen wir mal rein. Oh. It's all real. Es ist alles real. Guck mal, das Lied. Sag dann mal weiter, ne? Was soll das denn darstellen? Ach so. Glas, da wo Birnen drin sind, die rot sind. Bestimmt so ein Eigeninterpretationsspiel. Ah, ich würde gern für euch The Evil Within und The Evil Within 2 aufnehmen. Allerdings mache ich das erst, wenn ich den Season Pass habe und hier Internetverbindung. Ich mache das noch in den nächsten Monaten. Sollte ich aber erstmal Geld zusammensparen, weil halt die Anschaffung kostet erstmal, glaube ich, 150 Euro, ne? Wegen den Anschluss und sowas. Naja, darüber kümmere ich mich. Und ihr braucht ja nicht darüber zu kümmern. So,
hier war das Haus. Okay, da geht's dann weiter. Oh, hier ist auch ein Weg. Haben die das vielleicht mit den Walkie-Talkie mit Silent Hill von Silent Hill abgeguckt? Könnte sein, ne? Wo sind wir überhaupt? Das ist hier die Milchstraße, nicht Milchstraße. Nordlichter oder wie die heißen, ne? Ich dachte, ich habe da gerade was gesehen, aber nö. Okay, was möchtest du uns zeigen? Ein Tor. Oh. Irgendein Zeichen von einer Blume. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerne erfahren möchte. Also reingehen möchte. Allerdings möchte ich erfahren, was hier los ist. Also gehen wir rein. Und umdrehen, passiert da was? Oh, wir können sogar, wenn wir nach hinten laufen, also rückwärts laufen können wir sogar. Das ist ja cool. Okay, hier ist glaube ich nichts. Nee. Oder? Oh, das ist auch ein Weg. Ich glaube, wir sollten ab und zu da Walkie-Talkie anmachen. Nee, wir haben leider, Moment. Wir haben leider nur die ersten beiden Channels. Wann speichert das Spiel überhaupt, hä? Kann mir das einer sagen oder muss ich hier fragen? Ich weiß es nicht. Deshalb komm doch her und ich schmeiß sie ins Gesicht. Domnidai. Okay, gerade sind wir ja links wieder hingegangen, dann gehen wir rechts, dann gehen wir jetzt links. Oder das Spiel hat gar keinen Save Point, das wäre auch scheiße. Aber auch irgendwie seltsam, weil. Hä? Macht das gar keinen Unterschied, wenn wir links oder rechts gehen? Okay. Weil, da geht's, weil da ja Load steht beim, ach nö, kommen wir da nicht hoch mehr. Naja, ja. Ah, doch. Nö. Weil wir, da nicht dann laden können. Das ist ein bisschen, oh, der Mond. Ist das nicht ein schöner Anblick? Ja, wir können da nicht laden. Und ich habe auch noch nirgends hier gesehen, dass wir irgendwie speichern können. Oh, schauen wir mal. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Nur das mit L3 nervt mich jetzt schon ein bisschen. Wieso gibt es nicht einen Knopf, so wie bei irgendeinem anderen Spiel? Upsala. Ich wollte nur gucken, wie lange ich. Ich will nur gucken, wie lange ich mich durch habe. Oh, halbe Stunde, wie denn noch? Also fast halbe Stunde. 29, 20. Okay. Feuer. Oh.
Oh, ein Kreuz, das brennt. Nicht gerade gut. Für alle Christen unter uns. Das hat nichts zu bedeuten. Meistens so dämonisches Zeug. Allerdings lasst euch da nicht unterkriegen. Okay, wir haben schon irgendwie gesehen. Oh, wieder ein Licht. Oh! Wir haben irgendwie gesehen, dass es dort ne? Ich kann nicht da hoch. Och Mann, oh. Kann ich eigentlich beim Kreuz was machen? Wir haben schon Leichen gesehen, Leichensäcke, ich vermisse dich. Stand da noch vergeben. Irgendwas hat das ja alles zu bedeuten. Na, was wollt ihr uns sagen, Reggie Studios? Und was war da noch? Alles, das alles ist real. Oh, das ist der Weg, ne? Gerade sind wir rechts gegangen, links. Ja, bestimmt der untere Weg. Ne, immer noch nichts. Da gehen wir runter, da möchten wir ja nicht lang, wir möchten ja weiter. Kommt es mir irgendwie so vor oder laufen wir dann am Ende wieder zurück? Das wäre irgendwie. Weil am Anfang gab es ja gar keinen Punkt, wo wir weggehen konnten, wenn ihr das gesehen habt. Das war dann auch ein bisschen seltsam. Geht's hier weiter? Ne, hier geht's runter. Sieht schön aus. Okay, folgen wir mal dem Licht. Obwohl das nie was Gutes ist. Aha, eine Tür. Okay. Ich gehe nur kurz dort gucken. Ich denke, da war nichts außer diesen Wasserturm. Diesen Wasserturm, diesen Wasserturm. Looney Tunes, vielleicht ist da ja Bunny. Ah. Hey, da ist rotes Licht. Was macht das? Es leuchtet. Ein Haus wieder. Oh, der Kreisel und eine Arcade-Maschine. Sushis, Siemash. Ich kann das nicht spielen. Das ist ja blöd. So, gehen wir mal rein. Die Klappe, ey. Oh, scheiße, die sehen gar nicht gut aus. Sind das echte Menschen? Naja, computergenerierte Menschen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, bestimmt. So. Ja, können wir etwas heller machen. Aber naja, können wir ja auch so sehen. Bestimmt finden wir irgendwann eine Taschenlampe. Ein Babybett vielleicht? Almost. Was heißt das? Kann ich hier aufschreiben, dann kann ich das nachwetten. Wörter.
Schreib mal durchgestochene Leichen. Durchgestochene Leiche. Okay. Also ich würde das schon gruselig finden, wenn ich hier in irgendein Haus gehe, das was total offen ist und ja, dort sind auch gespießte Leichen, ne? Menschen. Hey, kann ich euch schubsen? Nee, natürlich nicht. Um das Haus rumgehen kann ich natürlich auch nicht. Oh, ein Tanker. Bestimmt Gas. Kennt ihr den Witz über Deutsche? Ist nur ein Witz natürlich. Deutscher ohne Gas ist kein Deutscher. Hoffentlich habt ihr den Sinn. Oh, stand playable forever, für immer spielbar. Super. Die Farben haben bestimmt auch irgendetwas zu bedeuten. Nur was? So gut, hier geht's nicht weiter, bedeutet, wir gehen zur Tür. In die Tür rein. La la la. La la. La la la. Wie kam mir das gerade in den Kopf? Egal. Okay. Love me, liebe mich. Okay. Cool, wenn man das jetzt speichern könnte. Oh, rechts sind Kreuze und links, was ist das? Weiß ich nicht, das sieht irgendwie. Ja, ist das nicht kryptisch. Oh, Sound. Wir können natürlich nicht zurück. Layers of Fear like. Nee. Und wir können. Und wir haben kein Walkie-Talkie mehr. Scheiße. Kein gutes Zeichen. Oh, hier liegt wieder eine. Hier liegen keine Leiche. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, fuck. Was haben wir hier gemacht? Oh, das sieht aus wie eine Katakombe. Katakomben. Licht. Moment, was war da nochmal? Ach, Skelett. Ah, Knochen. Skelett ist ja das Ganze. Ich meine Knochen. Ah, super. Oh, das können wir öffnen. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Gut, gehen wir nach links. Ach du Scheiße. Was? Kryptische Zeichen. Aspel? Please. Oh, oh, safe, klar, hallo, saving, oh mein Gott, warum ist das so klein? Das bedeutet nichts Gutes, wenn wir irgendwo speichern können. So, ja, dann speichern mal, ne? Hallo?
aber ganz schön lange, um zu speichern. Oder müssen wir halten? Okay. Ich will noch schauen, was bei diesem was hier ist. Das speichert ja immer noch. Sag mal, was ist denn da los? Welcome home. Love. Oder was steht da? Dad. Willkommen zu Hause, willkommen daheim, Vater. Wow! Oh mein Gott, ich habe mich erschreckt. Oh mein Gott. Nee, ich habe ja gesagt, die linke Seite, ne? Ach du Scheiße. Locked. Mein Gott, mein Herz. Ich habe mich gerade erschreckt. Oh, und ist das auch abgeschlossen? Locked. Oh. Ich dachte, man kann da interagieren, aber ne. Aber wie lange speichert denn das? Bei mir ist die Sache, es braucht nicht viel zu erschrecken. Allerdings, wenn ich gerade an nichts denke, ne, und dann sowas kommt, dann erschrecke ich mich. Okay. Gehen wir mal weiter. Das gefällt mir nicht. Oh, Scheiße. Gut, nehmen wir und dann passiert da was. Umdrehen. Das damit auch öffnen. Nein. Können wir da wieder speichern? Genau, wir haben ja kein Walkie-Talkie mehr. Okay. Oh, der Sound verändert sich. Geht das denn jetzt nicht mehr? Habe so ein richtig ungutes Gefühl, ne? Scheiße, Kinderspielzeug. Puppen wieder.
Oh. Die Musik verändert sich wieder. Aber warum speichert das immer noch? Naja, ich werde daraus nicht schlau. Egal, gehen wir mal weiter. Hier passiert gleich was. Hier passiert gleich was. Hell. Hölle. Mein Ohr juckt. Kennt ihr das bei Over-Ear-Kopfhörern, dass irgendwann eure Ohren jucken? Och nö, noch mehr Leichen. Was war das? Not one of us, nicht einer von uns. Super. Irgendein Scheißwesen. Wo bin ich gerade lang gegangen? Links, rechts, also. Why? Warum? Das ist ein Kind, ne? Ja. Und ein Herd. Und ein Kühlschrank, glaube ich. Und umdrehen und da kommt was. Was ist das bitte für ein blöder Fernseher, der nur Rauschen zeigt? Oh. Jetzt gehen wir links rein. Oh, Blutspuren. Das war rechts. Noch weitere Wege. Und das. Wir gehen nach links. Mal so, mal so. Wo kann hier denn was klopfen? An der Tür. Kreuze. Das? Kreide oder sowas? An der Dosen. Dosen? Ah, na super. Ach du Scheiße. Okay, gleich passiert was. Ja, nimm doch. Komisch, wir finden immer die gleichen Schlüssel. Cool, dass es die Funktion gibt. Wir finden immer die gleichen Schlüssel, allerdings ja, passen die nicht immer zum gleichen
Schloss. So. Man kann das wieder zumachen. Ja, machen wir lieber zu, ne? Damit wir ein bisschen Zeit haben zum Weglaufen. Falls irgendwas uns erwischt oder fangen möchte. Okay. Hier geht es natürlich nicht weiter. Hier? Ja. Schon wieder fast erschreckt, die Pisser. Also ich krieg schon langsam schwitzige Hände. Das heißt nichts Gutes. Och nö, Teddy. Why? Noch kurz da gucken. Wir haben uns ja für den linken Weg entschieden. Nächstes Mal gehen wir den rechten Weg. Okay. Warum? 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 Just a girl. Nur ein Mädchen. Disgusting. Widerlich. Leer. Lüger. Lügner. Home. Haus. Wrecker. Zerstörer. Unfaithful. Ja, ist das, was heißt das nochmal? Unfaithful. Unentschuldigt. Cheater, Mogler. Locked. Come, Daddy. Unverzeihlich heißt unfaithful. Unfaithful. You going over. Du gehst vorüber? Ninety pen hills ave. Schreibe ich mal auf. Katakomben sind wir, ne? Katakomben. Rote Schrift. Ach, jetzt ey. Okay. Das werde ich euch beim nächsten Part berichten, was das alles heißt. Spiel gefällt mir, aber es ist so gruselig. Oh Gott, ein weitlaufender Bereich. Hier passiert irgendwas. Run, 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 lauf. Run. Sag mal, warum sind hier so viele Leichen? Cool. Licht strahlt allerdings. Wo. Naja, muss sich alles Sinn ergeben, das macht das ja extra, das Spiel. So wie manche Filme.
Die sollen einfach keinen Sinn ergeben, sondern euch nur unterhalten. Ach du Scheiße. Warum stehst du denn? Vielleicht bist du weg. Tada, nö. Da steht er immer noch. Eine rote Tür. Rotes Gitter. Ist er näher gekommen? Ach nö. Ich bin ihm näher gekommen. Also das Wesen. Ich bin es näher gekommen. Oh, wird es ein Spiel von Pennywise geben? Ne? Ich will mich dort 100% erschrecken. Okay. Kommt man nur in irgendetwas rein, da wo es dunkler wird oder schon hat man die Beklommenheit, ne? Man spielt das Spiel eigentlich nur, allerdings denkt das Gehirn was anderes. Du bist im Spiel drin. Gott sei Dank ist das nur ein Spiel und wir sterben dann nur im Spiel und nicht im realen Leben. So ein Spiel, da wo ich mein Leben drauf verwenden würde, wäre nicht so toll. Steht da? Rogues, Martens, ne, Wizard, Tire, Best, Rosie. Rogues, Martin, Schnell, Rear, Tiger, Best, Posey, Matty Smaler of Will, Barker, Parks. Okay. Ach, sind das Nachnamen? Namen und Nachnamen? Ach du Scheiße. Fate steht doch da und Fate heißt doch irgendetwas. Was heißt das nochmal? Entschuldigen? Nein, irgendetwas anderes. Flower. Eine Rule. Schade, dass wir uns nicht bücken können. Naja. Wir gucken hier noch weiter. Hier waren wir schon. Ja. Oh. Ja, ihr Perversen, guckt euch alle Leichen an. So wie ich. Bin ich auch pervers? Naja. Denkt von mir, was ihr wollt. Okay, dann sind wir einmal rum, ne? Moment, waren wir hier? Ja. Gut, bedeutet, wir können zu Nummer 19. Oh mein Gott, der bewegt sich. Sin, Sünde. Gehen wir mal nah dran. Der hat keine Augen, keine Nase und keinen Mund. Oh, perfekt. Gut, ich mache dann hier einen Schnitt und dann sehen wir uns wieder zum neuen Part. Sun. Tschüss.